Video über Scham und Narzissmus noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen, das anzugucken, bevor Sie hier weiterschauen. Das ist schon eine wichtige Grundlage, um das Folgende zu verstehen. Was passiert denn, wenn wir uns für uns selber schämen? Was passiert denn da mit unserem Herzen? Was müssen wir mit unserem Herzen machen, um uns beschämen zu können, um diesen Zustand der Selbstbeschämung aufrechtzuerhalten, Tag für Tag, 24/7, das ganze Jahr über, unser ganzes Leben lang? Es ist gar nicht denkbar, ich würde sagen, es ist unmöglich, dass wir uns da mit einem offenen Herzen begegnen, sondern wir müssen unser Herz auf eine Weise vor uns selber verschließen. Das ist das, wo Methoden wie mitgefühlorientierte Methoden, achtsamkeitsbasiertes Selbstmitgefühl und so weiter eingreifen, ist, dass sie sagen, wir müssen uns selber mit Mitgefühl zuwenden. Das ist grundsätzlich richtig. Das Problem ist so ein bisschen dabei, dass wir Mitgefühl nicht wirklich machen können. Ja, wir können so ein bisschen, wir können einen Rahmen schaffen dafür, Mitgefühl für uns selber zu entwickeln, indem wir eine Pause machen, indem wir uns auf uns selber fokussieren, indem wir die Hand auf unser Herz legen, indem wir uns auf eine Weise freundlich uns selbst zuwenden. Aber im Falle von Trauma, von Entwicklungstrauma und von chronischer, toxischer Scham wird das oft an Grenzen stoßen, weil Mitgefühl ist nämlich im Grunde ein Zustand, der uns zu eigen ist, zutiefst zu eigen ist, mit dem wir auf die Welt kommen und der eigentlich immer da ist, aber von dem wir uns abschneiden und von dem wir uns abschneiden mussten, sehr früh in unserer Kindheit, und von dem wir uns heute immer noch abschneiden, weil wenn wir uns nicht länger davon abschneiden, würden wir mit all dem in Kontakt kommen, was uns das gekostet hat, schon früh im Leben und unser ganzes Leben über. Also dieses Mitgefühl ist etwas, wo es sinnvoller ist, mal zu reflektieren, was hält mich eigentlich davon ab, Mitgefühl mit mir zu haben. Also das können Sie auch wieder mit Schreiben machen, indem Sie sich hinsetzen und mal eine Viertelstunde lang und vielleicht auch den Rest der kommenden Woche jeden Tag mal eine Viertelstunde darüber schreiben, was würde passieren, wenn ich wirklich Mitgefühl mit mir hätte, wenn ich Verständnis für mich hätte. Und nehmen Sie sich ruhig mal konkrete Themen vor, wo Sie merken, dass Sie sich selber verurteilen. Ob das das Aussehen ist oder der Bildungsstand oder die Klasse, in die Sie hineingeboren wurden oder den Beruf, den Sie haben oder Ihre Sexualität oder. Und schreiben Sie dann ganz konkret, was würde passieren, wenn ich mit ... in diesem Zusammenhang mit mir Mitgefühl hätte. Und achten Sie beim Schreiben auch wieder darauf, was erleben Sie da innerlich dabei, und schreiben Sie auch das mit dazu. Das kann sein, dass Sie auf einer ganz körperlichen Ebene Veränderungen merken, dass Sie sich irgendwo anspannen oder dass Sie irgendwo Entspannung merken, dass Sie Wärme und Kälte gefühlt haben, dass ein kleines Vibrieren in den Organismus kommt, dass Bewegungsimpulse kommen, dass etwas aus Ihnen heraus möchte. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Schreiben Sie die mit dazu und am Ende der Viertelstunde setzen Sie sich zurück und spüren nochmal nach, ne, was hat das jetzt gerade in mir bewirkt, und schreiben Sie auch das mit dazu. Und so kommen Sie sich so langsam auf die Spur, was diese Selbstbeschämung mit Ihrem Herzen macht und was sie das kostet. Und das Herz vor sich zu verschließen, hat natürlich auch was damit zu tun,
dass man das Herz vor anderen verschließt. Und das wiederum wirkt sich natürlich in Partnerschaften aus. Das wirkt sich aus, wie wir miteinander umgehen in der Welt. Schauen wir mal in die Nachrichten. Dann werden Sie sehen, dass es da sehr viele Menschen gibt, die nicht wirklich Zugang zu ihrem Herzen haben und nur aufgrund dessen in der Lage sind, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Und natürlich ist es auch für Eltern relevant, wie sie ihren Kindern gegenüber begegnen. Also dieses Selbstmitgefühl, was zu Recht ganz oft propagiert wird, ist etwas, was sehr sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Aber, wie ich eingangs schon sagte, die Idee, dass es etwas ist, was wir tun, was wir machen müssen, wo wir hingelangen müssen, die möchte ich bezweifeln. Sondern es ist eher etwas, wo wir schauen sollten oder schauen können, was uns davon abhält, in diesem Zustand, der ganz natürlich zu uns gehört, zu verweilen.